Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Und ich habe jetzt ein Jahr hier so eine Außenküche stehen und jetzt kommt mal mein Fazit zu dem Thema, was mir gut gefällt und wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss. Viel Spaß dabei. Wo ich ganz dringend dran arbeiten muss, ist, dass ich ein scharfes Messer hier drin habe, weil ich habe festgestellt, ich habe zwar ein Brett hier liegen, aber hier drüben habe ich so eine Magnetleiste, siehst du die? Und da habe ich gerade ja keine Messer dranhängen. Von daher, geht ja schon mal gut los. Ja, was man sagen kann, ich sitze hier, beziehungsweise stehe hier vor der Burnout-Außenküche, die ich jetzt hier in meiner kleinen, bescheidenen Grillhütte drin stehen habe. Und habe jetzt so ein Jahr darauf gegrillt und mir das alles angeguckt. Und da gibt es so eine Sache, die mir gefällt. Also was mir besonders gefällt, ist, dass ich Größe habe, dass ich Platz habe. Und dass ich überall irgendwie eine Schublade habe, hier zum Beispiel, wo man eine ordentliche Besteckschublade hat, wo man sein Besteck hat, wenn man eine kleine Grillfeier hat, wo man ein bisschen Platz hat. Das finde ich ganz gut. Auch, dass ich hier so eine Ablage habe, finde ich gut. Die Bräuchling Grills brauchen wir nicht drüber diskutieren. Sowohl jetzt hier der Bräuchling Imperial 96 XL, ich finde, das ist genau das Gerät, falls in unserer Außenküche rennen muss. Als auch auf der anderen Seite der Bräuchling Keck. Passt super, auch mit dem Kühlschrank da unten. Coole Nummer, so hat man alles dabei, was man braucht. Man sieht schon oben, habe ich das schon zu einer Bar umfunktioniert. Also ist ja so, wenn man draußen sitzt und grillt, hat man auch gerne nochmal ein kleines Schnäpperchen dazu oder auch den ein oder andere. Und deshalb steht das Zeug gleich da oben über dem Kühlschrank. Ja, was wir neu dazu gemacht haben, ist hier ein Wasserhahn. Weil das habe ich in meiner ersten Planung nicht bedacht, dass ich ein Wasser bräuchte. Bei der Planung dieses Wasserhahns habe ich nicht klein genug meine Wünsche formuliert. Ich wollte einen Campinghahn haben mit unten zwei Kanistersystem. Habe jetzt leider gerade hier angebaut eine Variante mit dem Wasserschlauch und siehst du hier, ist nicht angeschlossen. Warum? Weil ich in meiner Grillhütte keinen festen Wasseranschluss will. Das ist die große Frage, warum willst du ja keinen Wasseranschluss? Macht ja Sinn, da Wasser zu haben. Ja, theoretisch schon, aber ist ja in Deutschland so, dass das halbe Jahr irgendwie so Theater ist mit Frost, mit Nachtfrost, mit Bodenfrost, irgendwo, immer irgendwo was ist und dann macht die so dauerhaft Wasser zu haben, irgendwie, ja, macht mir Sorgen. Wie gesagt, hier kommt jetzt so eine Variante mit einem Kanister drin, wo einer für Frischwasser, einer für Abwasser ist. Die nehme ich einfach raus, mache die Pumpe leer und dann habe ich im Winter Ruhe. So habe ich es jetzt, so wie es hier ist, einfach mal stehen. Ich habe unten den kleinen Kanister runtergestellt oder den Ablauf, weil die Gefahr ist, wenn man eine kleine Grillfeier hat, dass irgendjemand anfängt, sein Bier hier hinzuleeren, wenn Charlie geworden ist. Das sollte nicht vorkommen, aber es kommt vor und dann schwimmt er in den Schrank unten drin mit irgendwie abgestandenem Bier. Hier habe ich das Teil habe ich ausgetauscht, den Seitenbrenner, den habe ich ausgetauscht gegen den Bräuchling Infrarotbrenner. Das war eine sehr clevere Entscheidung, das so zu tun. Würde ich immer wieder tun, weil wir haben einfach mehr Bums und wir haben zusätzlich Grillfläche. Der Bräuchling Imperial 96L, über jeden Zweifel erhaben, funktioniert wie am ersten Tag. Und was jetzt interessant ist, ich habe mal jetzt ein Jahr lang die Fettschale nicht geleert. Und die kann man hier vorne rausziehen. Und jetzt kommt der große... Und jeder, der den Kanal verfolgt, sieht, was wir hier drauf grillen und wie viel Fett tatsächlich unten ankommt. Also, das ist jetzt zum Thema Fettschalen und wie große Fettschale bei einem Bräuchling sein sollte. Kannst du absolut vergessen, reicht vollkommen aus. Und ich werde die jetzt mal nach einem Jahr, wenn ich die mal sauber machen, ging es darum, einfach mal zu gucken, wie viel fällt denn da tatsächlich an. Und das ist wirklich, siehst du, verschwindend gering. Hier drunter habe ich noch ein bisschen Krempel liegen, so ein paar Spießchen, Handschuhe, Gedöns. Und drunter habe ich auch noch ein paar Grillzangen, ein paar Spieße, auch noch so was man so braucht. Hier eine ganz coole Nummer. Verwende ich mir, freue ich gerade schon in Deckung, verwende ich gerade nicht. Nehme ich zur deutschen Grillmeisterschaft übrigens mit. Konfettikanonen. Fick eine geile Sache. Ich feuer die hier drin nicht ab, weil ich habe das mal gemacht. Und das Problem ist, die schießen so hoch, dass hier oben an der Holzdecke das Konfetti da kleben geblieben ist. Und ich hatte einen halben Tag so tun, den scheiß Konfetti da oben runterzukriegen. Deshalb nicht unter einer Holzdecke abfeuern. Ansonsten sehr, sehr lustig. Kann man immer mal verwenden. Guck mal, hier drüber hat einer umgeräumt. Weil die sollten eigentlich hier vorne stehen. Habe ich hier meine Grillmeisterflasche. Und guck mal, hier, die habe ich jetzt neuerdings drin. Die sind mit dem Kunststoffboden. Und hier unten drunter siehst, da habe ich erst eine andere normale Gasflasche gehabt. Und die hat gleich so einen ollen Rost drin gemacht, weil die nicht unten mit Kunststoff ist. Das nervt mich heutzutage tierisch. Würde ich nie wieder machen. Also gefällt mir die Flasche viel, viel besser. Und würde ich auch jederzeit jedem empfehlen, so ein Ding zu nehmen. Hier drüben haben wir jetzt die großen Arbeitsflächen. Da habe ich mir jetzt ein kleines Soundsystem gerade stehen. Wenn wir mal so feiern, beim Drehen kommt es immer weg. Arbeitsfläche ist so ein Thema. Er war ja eine der ersten Burnout-Küchen, die wir hier verbaut haben und die irgendwo aufgestellt wurden.
Und damals waren wir noch der Meinung, so eine Kunststoffoberfläche mit so einem Blech reicht aus. Heute gibt der Zubehörkatalog auch Stein oder einfach so keramische Oberflächen, die auch temperaturwiderständig sind. Ja. Und da könnte ich euch raten, wenn ihr euch so ein Ding stellt, nehmt die 3,50 Euro mehr in der Hand und macht eine keramische Oberfläche. Weil ich habe immer so Theater so ein bisschen, also ich muss halt immer aufpassen. Wenn ich jetzt einen Dutch-Ofen hier drauf habe und nehme den runter, muss ich mal gucken, dass ich den wirklich hier auf diese Teil aufsetze, weil der Kunststoff, der würde sonst einschmelzen. Oder mal so blöde Sachen, du hast wirklich eine halbe Stunde mit einer Grillzange da gestanden und gewendet. Dann wird die ja vorne auch irgendwann brüllend heiß. Und dann musst du dich halt jetzt bei der Variante, die ich sage, immer darauf befleißen, auf dem Blech abzulegen und nicht auf der Kunststoffoberfläche. Mir ist das immer gelungen. Das Drama ist nur, irgendwann ja, im Leben ist es so, du hast eine Grillfeier und manchmal ist der Grillmeister ja mit dem Bier relativ gut dabei und muss dann Rezepte irgendwie abgeben an irgendeinen unerfahrenen Griller, der dann da loszieht und der dann den Schürhaken bei dir ja, auf die Kunststoffoberfläche legt. Und dann ist halt guter Rat teuer, dann ist halt ein Loch drin und das wäre halt ärgerlich. Von daher, nimm in Zukunft, also ich werde bei der nächsten Ausküche halt eine Stellenplatte oben drauf, Kunststoff mache ich dann nicht mehr. Was ich auch nicht mehr machen möchte, was ich jetzt gemacht habe, was sich in der Grobplanung erstmal super ausschaut, in der Praxis aber irgendwie doof war, ist so eine Ecklösung. Ich habe es über Eck gebaut, würde ich in Zukunft nicht mehr machen. Ich würde in Zukunft zwei einzelne lieber hinstellen, weil ich das Problem immer habe, dass das Gerät einfach zu groß ist. Und ich habe es ja auf Rollen gebaut, um es jederzeit rausrollen zu können. Und wenn man sich hier so umschaut, sieht man, wie groß doch diese Außenküche ist, wie klein die Hütte ist. Und da draußen habe ich bloß einen Meter Platz ringsrum. Und dann wird es halt eng. Das heißt, ich muss die, wenn ich die rausmachen will, immer auseinanderbauen. Ich habe sie jetzt so ja bloß auf dem Steckverschluss noch drin. Würde ich in Zukunft nicht mehr machen. Ich würde wirklich hier hin und sagen, wenn man so was Großes haben will, würde ich keine Ecklösung machen. Ich würde mir zwei Einzelelemente stellen. Macht irgendwie mehr Sinn als so eine kompliziert verbaute Ecklösung irgendwie. Aber das lernt man natürlich dazu, wenn man sowas im Betrieb hat. Ja, wo wir auch noch dran arbeiten, das Licht ist jetzt heute mal nicht so. Ich habe sonst ein paar Strahler hier drin zum Grillen für Videos. Das braucht ihr zu Hause nicht. Hier hinten in der Ecke siehst du, da ist noch oben der, sagen wir so, Heizstrahler stehen, die das im Winter auch warm machen. Gasheizstrahler. Kohlenmonoxidwarner fehlt mir noch. Den wollte ich mal bestellen. Was braucht den? Da müssen wir noch mal ran. Den werden wir uns noch greifen. Und wenn ich mir die Tische hier angucke und die Stühle, kann man ja mal zeigen, da ist noch mächtig Sammelsurium. Also da fehlt mir noch die eierlegende Wollmilchsaufrau, oder? Die von der Breite, von der Länge und von den Tischen her hinhaut und wo auch das Zeitliche wo stimmt für die Aktion. Und man kann natürlich irgendwo losgehen und sagen, Mensch, super geil, aber muss ja halt bezahlt werden. Fang an zu jammern? Ein bisschen, nee, möchte ich nicht. Also wie gesagt, da schauen wir nochmal in aller Ruhe. Das muss ja auch nicht überstürzt werden. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mir Müll ist ja immer so ein Thema. Da habe ich mir so ein Ding hier organisiert, so ein Werkstattwagen von einem großen Schraubenhersteller. Da hast du hier so vielleicht so Tücher jetzt mal abreißen, immer, also eine große Rolle von Küchentüchern, die man immer braucht, zum sauber machen. Und ja, super. Hier war leider kein Deckel drauf, da habe ich ein bisschen von meinem Terrassendeckel, zack, drauf, drin, weg. Und so hat man auch den Müll, der irgendwo beim Grillen manchmal anfällt, so hat man den im Griff und kann danach schön den Sack weg und gut. Also das ist die Lösung, die ich jetzt gerade bevorzuge. Vielleicht fällt mir irgendwann eine bessere ein. Aber ich fand das ganz clever. So, guck mal, hier vorne habe ich mir noch ein paar Bänke vorgestellt. Das ist super und auch die Nummer mit dem Plan ringsrum, um das zuzumachen oder aufzumachen, so wie man will, je nach Jahreszeit. Hat sich mehr als bewährt, oder Frau? Ja. Und auch wir beide so eine Plane hochmachen, machen wir 2 Minuten, ringsherum aufmachen wir in 12 Minuten. Hier oben das Ding aufmachen könnten wir auch, aber irgendwie lassen wir das meistens zu, oder? Ja. Weil bevor die Leiter angestellt haben, lassen wir zu. Vielleicht mal bei Gelegenheit mal auf. Der Sommer hat ja gerade erst angefangen, aber bis dahin, lasst wie es ist. Ja, was können wir jetzt als Fazit sagen? Also erstmal sage ich immer, haben ist besser als brauchen. Das trifft in den allermeisten Fällen zu. Außer bei der Größe der Außenküche, also was so als Monoblock läuft, da ist weniger tatsächlich mehr. Gerade wenn es auf Rolle ist, ist es besser, 2 oder 3 kleinere Elemente zu machen, um die besser handeln zu können. Wenn das Ding natürlich fest auf Ständern, auf Füßen steht, nicht verrückt werden soll, kann oder muss, dann kannst du das Ding locker um die Ecke bauen. Aber auf Rollen macht es eher Sinn, kleinere Elemente zu haben, die dann auch irgendwo zu handeln sind, weil die sind ja auch vollgepackt und die werden auch irgendwann schwer. Der Außenküche ist das
die logische Schlussfolgerung nachdem du so bei den Grillherstellern immer so die großen Grills alle durch hattest, so ein klassischer 690 XL ist ja schon ein Monster, aber du fragst immer, was machst du als nächstes? Und da ist Außenküche tatsächlich die Antwort. Grillt sich viel eleganter, weil du hast ganz viel da. Ich sage, Mensch, die brauchen die Würz. Dann greife ich halt drin und sage, hier komm, nehmen wir ihn. Haben wir ein Klappschaf hier, habe ich direkt da. Muss ich nicht groß suchen. Irgendwie ein Schnäpschen trinken. Dann haben wir ein Glas da. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Grillflächen hier drin. Haben einen Kühlschrank, der uns kühle Getränke im Sommer sichert. Klar kannst du mal aufrüsten, eine Eismaschine oder. Fällt mir relativ viel ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch eine Außenküche kauft oder baut. Da gibt es auch die tausendsten coolen Varianten. Und wenn ihr das tut, dann postet das doch mal auf Facebook in meine Klaus Grill und Freunde Gruppe. Da sind auch ganz viele Verrückte, die auch so mit Außenküchen bauen und tun. Und manchmal ist es ja nicht schlimm. Manchmal ist es eine kleine Außenküche aus Paletten, die hübsch und liebevoll gemacht ist. Das ist auch toll. Und ich will auch nicht zu einem Wettrüsten aufrufen. Ja, bloß weil jetzt hier eine große Außenküche steht, habe ich natürlich andere Voraussetzungen, mir so Dinge zu stellen. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wenn ich jetzt irgendwie freitagsabends aus dem Büro komme, hätte ich auch andere Dinge zu tun, als mir so eine große Außenküche hinzustellen. Dann würde es auch bei mir viel, viel einfacher aussehen. Aber ich genieße, dass das nicht so ist. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit euren Außenküchen. Ihr könnt mal einen Daumen nach oben da lassen, mal runterschreiben, wie euch die Außenküche gefällt, was ihr vielleicht ändern würdet oder was ihr unbedingt beibelassen würdet. Ansonsten, ja, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Feines Grillen, Barbecue. Macht's gut.